Amen. Amen. Sister Eileen, we were looking at three histories. Sorry. We were looking at three histories. Wir haben drei Geschichtsabschnitte angeschaut, where we say Christ could have returned. Von denen wir gesagt haben, dass Christus hätte wiederkommen können. Second Advent. Die zweite Ankunft. The dates that I've given. Die Daten haben wir. 1860s, 1890s and the present. 1860er und 1890er Jahre und die Gegenwart. In the 1860s, in den 1860er Jahren, the issue was slavery. War das Thema Sklaverei. That was the great test. Das war die große Prüfung. And today, heute, the great test is equality, ist der große Test die Gleichstellung, die Nationalism, Nationalismus, Sexism, Sexismus, Homophobia. Schulenfeindlichkeit. You know all of that. Dir ist das alles bewusst. What was the great test in this history? Was war der große Test in dieser Geschichte? The 1890s. In den 1890er Jahren. Explain what that test was. Erkläre, was dort die Prüfung war. A bit more than that. Deutlicher und lauter bitte. Who has these rights? Wer hatte die Rechte? Das Volk? And what are these rights that they have? Und was waren die Rechte, die sie gehabt haben? For example, work. Sorry, what? Work, that they don't, dass sie arbeiten können? Keine Sklaverei? Okay. Anything else? Noch was? Sorry? What's that issue? Thema von A.T. Jones. Was war das für ein Thema? Sabbat, Sonntag. Er hat gesagt, es wäre weder gut, ein Sonntagsgesetz noch ein Sabbatgesetz zu machen. So, we've discussed the fact, wir haben die Tatsache bereits besprochen, that the issue is not really about Sabbath or Sunday at all. Dass das Thema tatsächlich nicht über Sabbat und Sonntag geht. This is a purely Adventist perspective. Das ist eine reine adventistische Sichtweise. And I think it's distorted our understanding of what really was happening then. Und das hat unser Verständnis verzerrt über das, was damals geschah. Sister Tamina, is this a church, a church-state issue? Geht's hier um Kirche, Staat? Ja und nein. You tell me which one. Welches denn? Yes or no. Ja oder nein? The correct one. Das kommt auf die Perspektive an, wie du dich dem Thema näherst. Im Licht der letzten Präsentation würde ich nein sagen. So in the light of the truth, im Licht der Wahrheit, which is all of our presentations, you would say no. Im Licht unserer Präsentationen, die ja alle Wahrheit sind, würde ich nein sagen. So we know this is not a church-state issue. Wir wissen, es geht nicht um Kirche-Staat.
This is an issue that goes to the very foundation of human existence. Das Thema geht bis an die an das Mark der menschlichen Existenz. Whether it's a church, egal ob Kirche or a state, oder Staat, or a state over a church, or a church over a state, oder Staat über Kirche oder Kirche über Staat, whatever the dynamics, egal welche Dynamik, the issues that are at hand in the 1890s, die Themen in den Jahren in den 1890er Jahren, are concerned with the inalienable rights of a human being. Handeln sich über unanfechtbare Rechte der Menschen. So I just want to read the second part of the Declaration of Independence. Ich möchte nun den zweiten Teil der Unabhängigkeitserklärung lesen. Word by word or? Yep, I'll do word by word. Tamila, can you translate it for me? You can actually probably find it in German. Really? Cool. We hold. Schickst du mir das? Okay, that's fine. I have something. I received something. Okay. Okay, so before we read this. Bevor wir das lesen. In the original. Im Original. It's called unalienable rights. Heißt das nicht anfechtbare Rechte? Let me spell that correct. What's that? An. It's unalienable rights. Unveräußerliche Rechte. Okay with that? Unalienable rights. Okay. Okay with that? Unveräußerliche Werte oder unveräußerliche Rechte. Now, in the declaration it says unalienable rights. In der Deklaration heißt es unveräußerliche Rechte. This is another form of, or it's expressed in another way, inalienable rights. They're interchangeable terms. Unalienable, inalienable. Man kann auch inalienable, unverzichtbar, unveräußerliche Rechte sagen. In Germany, it probably doesn't make any difference either way. No, not really. So there are two ways of expressing this thought. Man kann auf zwei Arten diesen Gedanken ausdrücken. An or in. Über an oder in. And what do those prefixes mean? Was bedeuten diese Vorsilben? No, they mean the same thing. Sie bedeuten das Gleiche. One is a more archaic form and one is a more modern form. One is a more ancient form. Ja, das eine ist die ältere Form und das andere, die man heute vielleicht benutzt.
Also if you do translate it, you also expect more. Also eine Form ist etwas negativ. So it's the opposite. Oder das Gegenstück. When you put an un in front of a word, it makes it the opposite. Also wenn man an im Englischen davor setzt, dann ist das Gegenstück. If I tell you to do something, wenn ich dir sage, du sollst etwas tun, you do it. Dann machst du es. And then I could say, undo it. Dann sage ich, undo, which don't mean, do it, mach's rückgängig. Yeah, so if you undo, it doesn't just mean don't do it, it means reverse ja, what you've done. Das heißt, mach es rückgängig. Ungeschehen machen. Yep. Do it, undo it. Mach es ungeschehen. So, what we want to find is this word, was alienable. Wir herausfinden wollen, ist dieses Wort. What does it mean if something is alienable? Alienable. Was bedeutet das, wenn jemand so ist? So, we'll just go to Standard Dictionary. Wir gehen zu einem ganz normalen Lexikon. And the word means, das Wort bedeutet, you're able to transfer something. Du bist in der Lage, etwas zu überbringen. So you can transfer ownership. Etwas übertragen. Du bist in der Lage, Eigentum zu übertragen. So I own something, I possess it, and it can change ownership. It can be transferred. Ich besitze etwas und in diesem Fall wird der Besitzer geht etwas zu einem anderen Besitzer über. Are we okay with that? It means to it means able to transfer. Das heißt, in der Lage sein zu übertragen. So the word I'm just going to use it inalienable. Das Wort inalienable. It's hard, isn't it? It's hard. Yes. It means, das bedeutet, you're not able to transfer. Du bist nicht in der Lage zu übertragen. So when you're not able to transfer something, wenn du also irgendetwas nicht übertragen kannst, whatever this thing is, egal was das ist, it cannot be taken away. Dann kann es nicht weggenommen werden or cannot be given away to oder someone. Auch nicht weggegeben werden an jemanden. So if it's unalienable, also wenn es nicht übertragbar ist, the thing that I've got, die Sache, die ich bekommen habe, I cannot give it to you, dann kann ich es dir nicht geben. Nor can you take it from me. Aber du kannst es auch nicht von mir wegnehmen. If it's alienable, wenn es übertragbar ist, then it can be given to you. Dann kann man es dir geben. Is everybody okay with those definitions? Versteht ihr da diese Definition? Does anybody want to give a different definition or add anything? Hat jemand noch was hinzuzufügen oder eine andere Definition? So it's all about possession. Es geht also um den Besitz. You can either you possess something. Du besitzt etwas. If it's alienable, you can transfer it. If it's inalienable, you cannot transfer it. Wenn es alienable ist, dann kannst du es übertragen. Wenn es unalienable ist, dann kannst du es nicht übertragen. Good. So let's go to the declaration now. Nun zur Deklaration. We hold these truths to be self-evident. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich. That all men are created equal. Dass alle Menschen gleich geschaffen sind. That they are endowed by their creator. Dass sie von ihrem Schöpfer with certain unalienable rights. Mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. Now they're going to give some. It's not an exclusive list. Es heißt hier einige. Das ist keine Liste, die vollständig ist. That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Und unter diesen Rechten gehört das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. So the list three: life, liberty, which is freedom,
and the pursuit of happiness. Es sind also drei: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. And as we said, the English version or the British version, die englische oder britische Version, written by, die geschrieben wurde von Sister Terry's presentation. She's not here. Is she here? Oh. Give you the first name, John. Geschrieben von Le. John Locke. John Locke. So, in that version it says the pursuit of possessions. Und in seiner Version heißt es das Streben nach Besitztum. Besitz. Three rights that you cannot transfer to anybody, no one can take from you. Du hast also hier drei Rechte, die du niemand übertragen kannst, aber sie können dir auch nicht genommen werden. Life, liberty, Leben, Freiheit and the pursuit of happiness or das Streben nach Glück or gaining possessions. Oder Besitztum zu bekommen. So that means, das bedeutet, I cannot give you life. Ich kann dir das Leben nicht geben. In essence, that means I can't take your life. Das heißt auch, ich kann das Leben. It means, yeah. Yeah, if I can't give you life, that means I can't kill you. I can't. Ja, wenn ich dir das Leben nicht geben kann, dann kann ich auch dein Leben nicht kontrollieren, dich also auch nicht töten. Liberty. Freiheit. No one can take your liberty, no one can give you liberty. Keiner kann dir die Freiheit nehmen und keiner kann sie dir geben. And the pursuit of happiness. Und das Streben nach Glück. Your happiness does not depend upon something that I would do for you or das, give you. Das Glück hängt nicht davon ab, was jemand für dich tut oder dir gibt. I can't control what you own or don't own. Ich kann nicht kontrollieren, was du besitzt oder nicht besitzt. The next bit's interesting. Das nächste ist interessant. That to secure these rights, dass zur Sicherung dieser Rechte governments are instituted among men, Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, deriving their just powers from the consent of the governed, die ihre gerechten Befugnisse aus der Zustimmung der Regierten ableiten. Okay, someone explain what that sentence means. They have only the rights through the people, the government. They only have rights, you said? Through the people. Through the people. Yeah, or from the people. Sie haben das Recht nur vom Volk. So, the government, die Regierung, only exists, existiert nur deshalb, it only has power, und hat Macht, because the people consent or agree to give it power, weil das Volk damit übereinstimmt, ihnen Macht zu geben. Sorry? Für mich geht es eher darum, dass diese Rechte sichergestellt werden. Deswegen wurde die Regierung eingesetzt. Aber sie kann das nur tun, wenn das Volk seine Zustimmung gibt. Yep. And I'm going to read another quote. It's not from here. Ein anderes Zitat. Government of the people. Die Regierung des Volkes. By the people. Vom Volk. For the people. Für das Volk. Shall not perish from the earth. Sollen nicht von der Erde verschwinden, ja? We paraphrased that the other day, just saying government by the people, for the people. Übertragen Regierung vom Volk für das Volk. But this is the fuller quote. Aber das hier war das lange Zitat. Read it again. Ich lese es nochmal. Government of the people. Regierung vom Volk. By the people. Für das Volk. For the people. No, not by.
The first one was for. Of. Government of the people. Regierung vom Volk. By the people. Für das Volk? Not. For the people. It's für of the people, by the people, for the people. Vom Volk, für das Volk. Von dem Volk, für das Volk. Oder durch das Volk, für das Volk. It's famous enough, it should already be in German, I'm thinking. So, before you look it up, who is that a quote from? Von wem stammt dieses Zitat? Einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Es kommt aus Amerika. Abraham Lincoln. Von Abraham Lincoln. So have a look if it's in German, so we get Schau mal, ob es da, das auch in Deutsch gibt. Government of the people, by the people, for the people. Regierung von, für, von dem Volk. Für das Volk. Okay, so the creation is basically saying this point. He's just reiterating what the declaration says. Sorry, again, please. Lincoln is only reiterating or repeating what the declaration also, had said. Also Lincoln wiederholt nur das, was in der Unabhängigkeitserklärung drin steht. To secure the rights. You are quoting now? No. Yes, well, I'm just paraphrasing. To secure the rights. Um die Rechte sicherzustellen. These inalienable rights. Diese nicht wegnehmbaren Rechte. Life, liberty, the pursuit of possessions. Leben, Freiheit und Streben nach Glück oder Besitz. Which make you happy. Das dich Glück macht. Governments are created. Dafür sind Regierungen geschaffen. Set up. Zusammengestellt, ja. They're instituted among men. Sie sind unter den Menschen deshalb so gegründet. They have power. Sie haben Macht. Just and righteous power. Gerechte und ehrliche Macht. And they derive that power. Und diese Macht bekommen sie von? From the consent or the permission. Von der Zustimmung. Of the people, des the Volkes. Populace. Des Volkes. Sorry? Des Volkes, ja, yep. German. You find it? Okay. And then it says. Weiterhin sagt es. Whenever a government, or I'll read it, that whenever any form of government becomes destructive of these ends. Dass immer wann, dann, wenn eine Regierungsform für diese Ziele destruktiv wird. It is the right of the people to alter or abolish it. Es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen. And to institute a new government. Und eine neue Regierung einzusetzen. Laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form. Die ihr Fundament auf solche Prinzipien legt und ihre Befugnisse in einer Form organisiert. As to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. Die ihnen am ehesten geeignet erscheint, ihre Sicherheit und ihr Glück zu bewirken. So let's paraphrase that. Mit eigenen Worten. I think it's one sentence. It's a long sentence. Let's paraphrase that sentence. Wir wollen diesen Satz mit eigenen Worten wiedergeben. Sorry? You can't paraphrase it? Is you got it in front of you? You need it in front of you. It's too long. Could you just do the door? Wenn die Regierung nicht die richtige Einstellung hat, hat das Volk das Recht, diese zu ändern. Good. If the government, wenn die Regierung
gets to a place where it's not doing its job function. Dorthin kommt, dass es nicht mehr seiner Funktion gerecht wird. What's its job function? Was für eine Funktion hat die Regierung? Das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu gewährleisten. To secure the inalienable rights of the people. Die unabdingbaren Rechte des Volkes zu sicherzustellen. If they stop doing that, und wenn sie das nicht mehr tun, then the people have a right, dann hat das Volk das Recht dazu, to either change the government, die Regierung entweder auszutauschen or get rid of it, oder sie ganz loszuwerden. And then to put in its place a new government. Und an ihre Stelle eine neue Regierung einzusetzen. And to reorganize that new government. Und diese neue Regierung neu zu organisieren. So that it actually does the will. Damit sie letztendlich den Willen of the people des Volkes tut. And produces safety and happiness. Und Sicherheit und Glück gewährleistet. And safety and happiness are the inalienable rights of a people. Sicherheit und Glück sind die unabdingbaren Rechte des Volkes. So, tell me what life and liberty are. Was ist Leben und Freiheit? No, just the word that's in here. Nur das Wort, wie wir es hier vorfinden. Miller's rule number 5. Regel Nummer 5. Which rule? 5. Rule number 5. Oh, yeah, which rule? You tell me. Yeah, you say rule number 5. Yeah, tell me. You want to know what the rule is? Yes. Yeah, tell me what the rule is. I don't know. Sister Aileen, I'm questioned. Rule number 5. I'll start it for you. The document is William Miller's rule number 5. Es geht um die Regel von William Miller Nummer 5. You finish. The document is. Das Dokument ist. Sister Esther, you have it in front of you. The document is. Good. The document, any document. Jedes Dokument. Life and liberty are, is. Leben. Didn't say quality anywhere. Und Freiheit. Sind gleich geschaffen. We're in the sentence that whenever, yes. A long das sentence. Immer dann. So fängt der Satz an. Life and liberty are Leben und Freiheit sind. What's this new government gonna do? Was wird diese neue Regierung tun? No, the new government. No. They build a principle on foundations. Nope. They're going to do, see most likely to affect their safety. And happiness is happiness. Life and liberty are safety. Sicherheit und Glück zu bewirken, das macht die neue Regierung. So it's your inalienable right to be safe. Es ist dein unanfechtbares Recht, sicher zu sein. They're going to define what life and liberty are. It's safety. Also Leben und Freiheit ist Sicherheit. So when people talk about slavery, wenn Menschen über Sklaverei sprechen, or freedom, oder Freiheit, it's not just dabei geht's nicht nur people not being a slave, darum, dass sie keine Sklaven sind, or people not being killed, oder sie nicht getötet werden. People need to be kept safe. Aber die Menschen müssen in Sicherheit gehalten werden. Wir müssen Sicherheit haben. Ich finde es interessant, dass man diesen Abschnitt auch innerhalb der Adventkirche anwenden kann. Okay.
Schau. Schau was. Zeig's uns. Am Ende vom alten Israel. Haben sie diese unantastbaren Rechte nicht gegeben? Gott hat gesagt, in Ordnung, wir lassen uns eine neue Kirche machen, neue Organisation, wird die Sicherheit und das Glück gewährleisten. Good. So. Stimmt. Back to the 1890s. Zurück zu den Jahren um 1890. Everybody has a right. Jeder hat ein Recht. And the government und die Regierung in that time period, in dieser Zeit 1890s, um 1890 herum, what do they want to do? Was wollen sie tun? What happened to them? Was geschah mit ihnen? Pick up the passage. What have they begun to do? Was haben sie gemacht? Read it. Sie haben diese Dinge zerstört. Whenever any form of government becomes destructive of these ends. Do you read now? Yes. Is it a new sentence or an old one? Old one. Wenn eine Regierungsform für diese Ziele destruktiv wird. So in the 1890s the government had become destructive to the ends of the rights of the people. Um die 1890er Jahre ist die Regierung zerstörerisch geworden, was die Rechte des Volkes angeht. The und rights of which people? Welches Volkes, welcher Menschen? Of what? That land. Von diesem Land. Denn es ist ja ihre Regierung. This people or this people? Diese Menschen oder diese hier? The minority or the majority? Whose rights were they destroying? Mehrheit oder Minderheit? Welche Rechte wurden zerstört? Right there. Not whose rights were they destroying. It said, the government becomes destructive of these ends. Die Regierung. I don't see ends here. Ever any form of government becomes destructive of these ends, comma, it is the right of the people. In the German you don't have end. I figured it must have something. Yep. Wenn eine Regierungsform für diese Ziele destruktiv wird. Okay. So it's become destructive of what ends, what issues are being destroyed. Welche Themen, welche Sachen werden zerstört? The inalienable rights of people. Die unanfechtbaren Rechte des Volkes. So my question is, which people's rights are being destroyed? Meine Frage ist, von welchen Menschen wurden die Rechte zerstört? The minority or the majority? Von der Mehrheit oder Minderheit? Von der Minderheit. Oh, sure. Minority. I never trick anyone. Minority. Everyone's rights are being destroyed. Alle Rechte werden zerstört. You might think. Vielleicht denkst du. It's only the minority's rights. Es sind nur die Rechte der Minderheit. But what will end up happening? Aber wo führte das hin? No, you keep the law is there. This law that they have. Also das Gesetz ist da. Es geht um das Gesetz, was sie bereits haben. What will end up happening? Wohin führte das? Everyone's rights will end up being destroyed eventually. Die Rechte aller wurden letztendlich zerstört. Is it always good to protect minorities? Ist es immer gut, Minderheiten zu schützen? It's not about protecting minorities. Es geht nicht um den Schutz der Minderheit. Why do you frame it that way? Why do you frame it that way? Warum hast du das so gesagt? Wir haben gesagt, in den 1890ern
geht es um Minderheiten. What do you think, if you want to frame it that way, what do you think governments should be doing? Was denkst du, was Regierungen tun sollten? Look at Hitler. He was at a certain point a minority. Schau dir Hitler an. Er war bis zu einem gewissen Punkt die Minderheit. Manchmal solltest du einen Samen töten, bevor es ein Baum wird, im übertragenen Sinn. Okay. What's that in this scenario here? Develop your thought in this scenario. Entwickle mal deinen Gedanken in diesem Punkt hier. Was ist das Szenario? You're familiar with the 1890s, what the issues are. Du weißt doch, was welche Themen in den 1890ern da waren. It's not church and state, es and geht it's nicht, not Sabbath Sunday. Es geht nicht um Sabbat Sonntag oder Kirche und Staat. Aber es geht um Minderheiten. Ich habe kein Problem, Minderheiten zu schützen. Das ist nur ein Beispiel, wenn ich an Hitler denke, irgendwann war er mal die Minderheit. Und deswegen ist die Frage, ob es immer richtig ist, wenn man Minderheiten schützt. Gott macht es genauso. Es wäre wahrscheinlich gut für Gott gewesen, Satan zu zerstören. Aber wenn er es gemacht hätte, hätte er nach den gleichen Prinzipien wie Satan gehandelt. Und du kannst es auch auf Hitler anwenden. Und man kann dann sagen, es wäre doch gut gewesen, wenn man seine Rechte nicht gewährleistet hätte. Aber wenn du das tust, dann zerstörst du deine eigenen Prinzipien, auf denen du doch stehen möchtest. So, these inalienable rights, diese unantastbaren Rechte, we've said that they're life, wir sagten, es ist Leben, freedom, Freiheit and happiness. Und Glück. So, in this history, in dieser Geschichte, in any history, in jeder Geschichte, doesn't, if the country is made up of 100 people, wenn das Land aus 100 Menschen bestehen würde, which one of those people isn't, doesn't have to have all of these three things? Welche Leute, welche von diesen Leuten hätten nicht diese drei Dinge. Sollte diese drei Dinge nicht haben. Not one. Nicht einer von denen. Everyone has a right. Jeder hat ein Recht, to have access to these three. You agree with that? Zugang zu diesen drei Punkten zu haben. Ja, damit habe ich kein Problem. Always. Immer. Under any circumstance. Unter jedem Umstand. Dann können wir doch klar sagen, dass der Zweite Weltkrieg gut war. What right do you think was afforded Hitler that you're inferring shouldn't have been? Welches Recht hatte Hitler, von dem du sagst, er hätte es nicht haben sollen? What right do you think was afforded him that wasn't his inalienable right given to him? Welches Recht wurde ihm gegeben, von dem wir sagen würden, es wäre nicht unabdingbar gewesen. Wenn wir ihm nicht das oder jenes gegeben hätte, hätte er das und jenes nicht tun können.
Wir sind heute in der gleichen Situation, weil man erkennt, dass Trump Hitler darstellt. Und wir wissen, wohin die Geschichte mit Hitler, wo sie endet. Und heute sagen wir, die Menschen sollen aufstehen gegen Trump. Warum? Well, if you don't agree with him, you do. Wenn du nicht mit ihm übereinstimmst, and if he's not, dann machst du das. Affording you these things, you are required to. Er Wenn er diese Dinge dir nicht gibt, dann solltest du das tun. So you're against minorities, then. Dann bist du gegen Minderheiten. In der Sache Hitler hätte man sagen müssen, was du tust, ist nicht richtig. Oder seine Partei. Ich spreche über die Anfänge von Hitler, wo er noch in der Minderheit war. So, when he's lying, also wenn er lügt, I presume that's what you're suggesting, und ich denke, darum geht's dir, because he's deceiving people that he's going to offer them something good when he isn't, weil er die Leute täuscht, weil er ihnen was Gutes anbietet und es in Wirklichkeit nicht gut ist. He's actually offering them something that's genuinely good. Und du denkst, du meinst, er bietet etwas an, was allgemein gut ist? Ich denke, er war sehr aggressiv von Anfang an und er promotet ein Gedankengut, was nationalistisch und rassistisch war, von Anfang an, als er Minderheit war. So how does he become the majority? Wie wurde er zur Mehrheit? How does he, he's not even the minority, the majority. How does he get the power? Wie hat er die Macht bekommen? Because this is political, this is a government that's going to rise to power. How does a government get raised to power? Wie bekommt eine Regierung Macht? So it's people, Propaganda, durch Menschen, that are raising him to power, die ihn zur Macht verhelfen. He wouldn't have won if it was only a few. Huh? He wouldn't have won if it was only a few. The beginning is only a few. Am Anfang sind es nur wenige. Sure, at the beginning he's not a government. Am Anfang ist er ja noch nicht die Regierung. He only becomes a government when the majority of the people put him into that. Er wird nur er bekommt nur die Mehrheit, wenn das Volk ihm die Mehrheit gibt und er regieren kann. And what he's telling people, he is telling what? Was er den Leuten sagt? Is it a lie? Ist das Lüge? Or he's offering them. Was er ihnen anbietet? Nein, keine Lüge. Ich denke eher an das die deutsche Regierung, die noch nicht eingesetzt war. Wäre es nicht besser gewesen, einfach Hitler einfach loszuwerden? On what basis? Auf welcher Grundlage? Nationalist, Rassist. Er hat eigentlich doch klar von vorne gesagt, was er tun will. So if you don't agree with someone's political viewpoint, wenn du nicht mit jemandem übereinstimmst, wie er politisch denkt, what do you do with them? Was machst du mit ihm? Kill them, put them into prison. What do you do? Töten, with them? Ins Gefängnis stecken? That's why I understand the issue about protecting minorities. Deswegen verstehe ich das Thema, Minderheiten zu schützen. It's protecting everyone's right to life, freedom of speech, and sichert, the pursuit of their version of happiness. Es sichert jedermanns Leben, die Freiheit der Redefreiheit und das Recht auf Glück. Ich verstehe das, aber mit Hitler ist irgendwas falsch gelaufen. No, it didn't. Nein. Nothing went wrong with Hitler. Mit Hitler war nichts falsch. Something went wrong with the German people. Es mit dem deutschen Volk ist was falsch gelaufen.
Not the system of governance, it's the people that went wrong in Germany. Nicht das Regierungssystem, sondern das Volk hat. Das, der Fehler liegt beim Volk. Can't blame Hitler for that. Du kannst Hitler dafür nicht. You have to blame the German people for that. Schuld zuweisen, sondern dem deutschen Volk. Das deutsche Volk hat die Schuld. They put him into power. Sie, das deutsche Volk hat ihm die Macht gegeben. If they were foolish enough to do that, wenn sie dumm genug waren, ihm die Macht zu geben, can hardly blame him. Kann man ihm doch nicht die Schuld geben. Okay, but the point when he became the government, when the people elected him. Aber an dem Punkt, wo das Volk ihn gewählt hat und er Regierungsmacht übernahm, was already in majority. I'm talking about when he's still in the minority. How should the government treat him? War er schon in der Mehrheit, aber ich spreche zu dem Zeitpunkt, wo er noch in der Minderheit war, wie hätte man ihn da behandeln sollen? With the same rights that they afford everyone else. Mit den gleichen Rechten, die für alle gelten. To offer him life, freedom, gib ihm das Leben, happiness. Freiheit und das Recht auf Glück. Happiness to do whatever he wants. Das Glück nach dem, was wonach ihm ist. Because when he before he becomes the government. Bevor er die Regierung übernahm, he just has crazy ideas. Hatte er verrückte Ideen. He's not doing anything with those ideas. Aber mit diesen Ideen konnte er nichts tun. And you can't punish people just for their crazy ideas. Aber du kannst die Leute nicht dafür bestrafen, weil sie verrückte Ideen haben. You only punish them when those crazy ideas affect other people. Du kannst sie nur bestrafen, wenn die verrückten Ideen andere Menschen zu Schaden bringen. Auswirkungen auf andere Menschen haben. If you've got some strange ideas now, wenn du jetzt ein paar verrückte Ideen hast, no one has the right to stop you from having those ideas, hat keiner das Recht, dich von diesen Ideen abzubringen. Unless your ideas hurt someone else. Es sei denn, deine Ideen schaden anderen Menschen. No one can stop you having dangerous ideas, silly ideas, unless they Keiner kann dich davon abbringen, wenn du verrückte Ideen hast, außer wenn sie andere Schaden zufügen. So if you say, wenn du nur zum Beispiel sagst, I hate black people, ich hasse Schwarze, you can hold that right. Dann hast du das Recht, so zu denken. It's only when that mindset, nur wenn dieses Gedankengut begins in some shape or form to hurt black people, in irgendeiner Form schwarze Menschen schädigt, Schaden zufügt, can you be restrained? Dann kann man dich davon zurückhalten. You can't be restrained from having your own views. Du kannst nicht zurückgehalten werden, nur weil du deine eigene Sichtweise hast. In den 1890ern it's sin, war es Sünde, to worship on Sabbath. Am Sabbat anzubeten. God is angry with you, Gott ärgert sich über dich. And the land is under his condemnation. Und das Land ist unter seiner Missgunst. So you're against the country, you're unpatriotic, you're unnationalistic. Du bist gegen das Land, du bist nicht patriotisch, du bist kein Nationalist. And you're hurting people. Und du schädigst Menschen. Because God's like Achan, God's going to punish everyone because of you. Like Achan. Gott ist wie Achan. God's going to punish everyone because of you. Und Gott straft alle nur wegen dir. So you should lock those people up, shouldn't you? So du solltest diese Leute also einsperren. Problem is that person is you. Aber das Problem ist, die Person bist du. But the problem is that person is Hitler. Und das Problem ist in dem anderen Fall, dass es Hitler ist. Ich möchte deine ganze Klasse nicht zerstören jetzt. Meine Frage lautete ganz einfach, ist es immer in jedem Fall gut, Minderheiten zu schützen? You have to not protect minorities, you have to protect the individual human right.
Es geht nicht um Minderheiten, sondern es geht um das individuelle Recht von Menschen. Whether the majority or minority, ob sie Minderheit oder issue. Mehrheit sind, darum geht es nicht. Because you're inferring that the German government in that period was good. It probably wasn't good. Du sagst damit, dass die deutsche Regierung zu jener Zeit gut war, obwohl sie nicht gut war. Just might be offering something less bad than Hitler was offering. Vielleicht hat diese Regierung etwas Schlechteres angeboten als Hitler. Weniger Schlechtes angeboten als Hitler. So, I just want to move away from the idea of minorities. Ich möchte die Gedanken nur wegbringen von der Idee der Minderheit. Every person, jede Person, however silly their ideas are, egal wie verrückt ihre Ideen sind, their right to have those ideas must be protected. Sie haben das Recht, solche Ideen zu haben und müssen geschützt werden. It's the duty of the government to do that. Das ist die Pflicht der Regierung, das so zu tun. Because it's their inalienable right. Denn es ist ihr Recht, welches unantastbar ist. To do what they want. Egal, das zu tun, was sie möchten. As long as it doesn't harm anyone. Solange es nicht jemand Schaden zufügt. And Hitler isn't hurting anyone. Und Hitler hat damals noch niemand Schaden zugefügt. Until they become the government. Bis er an die Regierung kam. And as soon as they do that, und wenn sie dann das dann tun, then it's the people's right, dann ist es das Recht der Menschen und auch ihre Pflicht, to abolish him and get rid of him. Und, ihn abzusetzen. And that's what happened. That's why you get the Second World War, simplistically. Und that's we had. That's why you get the Second World War. Ja, deswegen haben wir den Zweiten Weltkrieg bekommen, weil man Hitler nicht abgeschafft hat. So the problem is if you start choosing whose crazy ideas you'll accept and whose ones you don't accept. Wenn du nun anfängst auszuwählen, welche verrückten Ideen du akzeptierst und welche nicht. That's where you get into problems. Da fängt das Problem an. Because why is your idea? Warum sind deine Ideen? Sabbath keeping. Zum Beispiel Sabbat halten. Which is destroying the United States. Welche die Vereinigten Staaten zerstören. Why do you think that right should be protected? Warum denkst du, dass dieses Recht beschützt werden sollte? As opposed to Hitler's idea of nationalism. Im Gegensatz zu Hitlers Idee von Nationalismus. Germany for Germans. Deutschland für die Deutschen. Das verstehe ich. So they're equivalent problems. Das sind doch ähnliche Probleme. We know that. We know why. Wir wissen, warum das Sabbathalten das Land zerstört hätte. Because Ellen White tells you that's what the son-in-law issue is about at the end of the world. Denn Schwester White sagt uns, dass es bei dem Thema Sonntag am Ende der Welt so sein wird. You're breaking the law of God. Du brichst das Gesetz Gottes. And God's bringing punishment upon the land. Und Gott bringt Bestrafung über das Land. And the only way to stop that is to stop sinning. Und die einzige Möglichkeit, um dem ein Ende zu machen, ist Ende der Sünde. Same dynamic in that history. Die gleiche Dynamik in dieser Geschichte. It's just 'cause you're a Seventh-day Adventist, you think that's crazy. Und nur weil du Siebentags-Adventist bist, sagst du, das ist ja verrückt. Ich spreche jetzt nicht mit meinem adventistischen Hintergrund. I didn't get this idea. Can you repeat it? About the hint? I didn't get it. Yeah, no, the whole idea. Go ahead. How I understand now what you said is that... So wie ich das verstehe, was du bis jetzt gesagt hast. People said in the 1890s, because you keep Sabbath... Die Leute um die 1890er sagen, weil ihr den Sabbat haltet, geht die amerikanische Wirtschaft nach unten. Oder sonst irgendwas. Und ich sage auch nicht als Nicht-Adventist,
Wer, das ist doch so ein Gedanke, ein bisschen verrückt. Es wäre doch so, als wenn ich heute sagen würde, weil ein Inder, Hindu hier sitzt, in unserer christlichen Nation, er ist das Problem, warum wir heute das Coronavirus haben. Zeige mir den Zusammenhang zwischen Sabbat und der zusammenstürzenden Wirtschaft und dem Hindu und dem Coronavirus. The US government today, die Regierung von heute in Amerika, does it believe the United States is a Christian nation? Glauben die, dass die Vereinigten Staaten eine christliche Nation sind? Yes. Ja. And is murder against God's law? Who? Murder. Ist Mord gegen das Gesetz Gottes? So, how can you accept a situation? Wie kannst du eine Situation akzeptieren, where the government of a Christian nation, wo die Regierung einer christlichen Nation allows millions of babies to be killed, erlaubt, dass Millionen von kleinen Kindern, Babys, getötet werden? It's called abortion. Durch Abtreibung. So you know God is angry with the nation and the land is under a curse because you allow abortion to occur. Du weißt, dass Gott mit dieser ärgerlich über diese Nation ist, denn du erlaubst ja die Abtreibung. It's not just that they care about babies. Es geht nicht nur, dass sie sich um die Babys kümmern sollen. They care about their own prosperity. Sie kümmern sich um ihren eigenen Wohlstand. So if you don't want to go with the Sabbath issue, you go with the abortion issue. It's the same dynamic. Also wenn du nicht den Sabbat anführst, dann führ doch das Abtreibungsthema an. Das ist die gleiche Dynamik. Do you believe God would punish the United States because of the amount of abortions that they have? Glaubst du, dass Gott die Vereinigten Staaten bestrafen wird wegen der Abtreibungsfrage? No? Nein. Do you think God would curse your family? Glaubst du, dass Gott deine Familie verfluchen würde? Your personal one. Deine persönliche? If you committed an abortion. Wenn du abtreiben würdest. You don't have to answer that. Du musst dir diese Frage beantworten. But now it's not so straightforward. Weil das geht nicht ganz so einfach. Wenn ich die Möglichkeit habe, ist es doch keine Sünde. Ich habe doch nichts, wenn ich die Ansicht habe. Are you talking theoretically or for you? Ich spreche theoretisch. I was talking you, not theoretically. Ich habe dich ganz persönlich gemeint und nicht theoretisch. Because you're a Christian, you have a perspective on these issues. Denn du bist ein Christ und du hast eine Sichtweise über diese Themen. And those people in government positions are all Christians and they have a perspective. Und diese Menschen in der Regierung sind alle Christen und sie haben auch eine Sichtweise. And not only are they dealing with government, und sie haben ja nicht nur Regierungsgeschäfte. When they go to bed, wenn sie ins Bett gehen, they have to deal with the decisions that they made. Dann müssen sie sich damit auseinandersetzen mit den Fragen, mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Sie haben auch ein Gewissen. Just like you do. Genauso wie du. Vielleicht ist es nicht ihr persönliches Kind, aber jemand anderem sein Kind. And because they're Christians, they have this perspective. Und weil sie Christen sind, denken sie so. It's not so easy just to whitewash all of that. Das ist nicht so einfach, hier die Wäsche weiß zu waschen. This is why it's such a controversial subject. Deswegen ist es so ein Thema, das so viel Kontroversen hervorruft. Most of those people believe that America is being cursed because of that, of just this one issue, and there's plenty of others. Die meisten Menschen glauben, dass Amerika verflucht ist wegen diesem einen Thema, aber es gibt ja noch viele andere. So I think the issue about Hitler. Ich denke also, das Thema Hitlers fits exactly in the same mold, the same scenario. Es hat die gleiche Form, es ist das gleiche Szenario.
Are we willing to protect the rights of anybody and everybody? Sind wir crazy? Willens, das Recht von jedem und von jedem zu beschützen, auch wenn sie verrückt sind? Ich verstehe nicht, wenn du den Schalter umlegst. An welchem Punkt? Wann hätten die, hätte das Volk den Schalter umlegen sollen bei Hitler? When they voted him into power, als sie ihn zur Regierung verholfen haben durch and they have Wahl. A crazy man, und sie haben jetzt einen verrückten Mann, who starts, destroying people's rights, der jetzt damit anfängt, die Rechte der Menschen zu zerstören. Now they have to take him out of power. Dann hätten sie ihm die Macht wegnehmen müssen. If you're going to think that's too late, wenn du glaubst, es ist zu spät gewesen, then you're going to argue how silly the German people were, how blind they were. Dann musst du zugestehen, wie verrückt und blind das deutsche Volk war. To the mind games that he played upon them. To the what games? Mind games. Zu den Spielen mit ihrem Verstand. And if they were so gullible. Sorry? Check it. G-U-L. Easily deceived. Und wenn das deutsche Volk so leicht zu täuschen war. Ask yourself what's happening in Germany today. Dann frag dich doch, was in Deutschland heute passiert. Have Germans wised up in 70 years? Got clever. Sind die Deutschen in 70 Jahren schlauer geworden? Have they learned anything? Haben sie was gelernt? And the answer is no. Die Antwort lautet nein. They're making the same silly mistakes that they made. Sie machen die gleichen verrückten Fehler. Whatever it's 90 years ago, I think now. Wie vor 90 Jahren. They're doing the same thing. Sie machen genau das Gleiche. There's nothing new under the sun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So you today might think. Heute magst du denken. What should have happened then? Was hätte damals passieren müssen? But you're not standing up today and saying. Aber du stehst heute nicht auf und sagst. All those right-wing nationalists in Germany, they should all be rounded up and put into prison now. Alle die Nationalisten hätte man zusammen ins Gefängnis stecken müssen. Or perhaps you are, I don't know. Es gibt Stimmen, die das sagen. Could be one of your relatives. Es könnte einer deiner Verwandten sein. So what? Yeah, so if you're suggesting you round them up and put them into prison. Wenn du vorschlägst, sie zusammenzubringen und ins Gefängnis zu stecken. Is that what you're suggesting? And what crime have they committed? Welches Gesetz haben sie denn übertreten? Get rid of them and push them into Russia or somewhere. I mean, I don't know what you're going to do. Werdet sie los und schickt sie nach Russland. No, that's, I get your point. It's a difficult situation, but on the other side, you exactly know. If you don't do anything, you will have the same mess again. Du hast zwar recht, aber wenn wir nichts tun, haben wir das gleiche Situation wieder. When you don't do anything, when? Wenn du nichts tust, wann? Now. Jetzt. And who needs to do the thing? Und wer muss das tun? Das Volk. Jeder persönlich. Can't be the government. It's you have to do something. Es kann nicht die Regierung sein, du musst es tun. The problem is, too many good men are too silent. Das Problem ist, dass zu viele gute Menschen ruhig sind. Always the same issue. Ist immer das Gleiche. Most people who are good are comfortable and easygoing and quiet and don't want to fight. Die meisten guten Menschen lassen sich's gut gehen und wollen nicht kämpfen. And when they do, und wenn sie's tun, they just call them left-wing activists. Dann nennt man sie linke Adventisten. And they say Aktivisten. Entschuldigung. I know, I heard that. Aktivisten. And they say they're no better than the right-wing activists. They say they're the same. They're both equally bad. Man sagt, die Linken sind nicht besser wie die Rechten, sind doch genau das Gleiche. So is a left-wing activist as bad as a right-wing activist? Ist ein linker Aktivist genauso schlecht wie ein rechter Aktivist? Wenn
Wenn du G20 vor 3 Jahren in Hamburg anschaust, dann können wir sagen, ja, sie sind es. Sie haben die Stadt zerstört. Oder was soll ich antworten? Tell me what you think standing up against the modern day Hitlers looks like. Sag mir, wofür du aufstehen würdest in Bezug auf die modernen Hitler. Unless you're heute. Telling me they should all be put into prison or sent to Russia or the Gulag, wherever you want to put them. Außer du sagst, alle ins Gefängnis oder ab nach Russland. Okay, let me say it differently. Ich sag's nochmal unterschiedlich. I hope this is how I understood you now. The state has the responsibility or the government has the responsibility to treat everybody the same way. Die Regierung hat die Pflicht, jeden gleich zu behandeln. But it's the responsibility of the people, aber es ist, ist die Verantwortung des Volkes, und zwar von jedem ganz persönlich, sicherzustellen, dass kein Hitler mehr aufkommt. Yes. Ja. Can't blame the government. Du kannst die Regierung nicht zur Verantwortung ziehen. And if this little group of people start promoting the next Hitler, und wenn diese kleine Gruppe von Menschen den nächsten Hitler promotet, the other group of people should be stopping that. Dann sollte die andere Gruppe sie stoppen. Through fair means. Mit fairen Mitteln. It's all about rhetoric. Es geht um Rhetorik. Wie kann diese Mehrheit die Minderheit ruhig stellen und uns davor bewahren, einen nächsten Hitler zu bekommen? By showing them the foolishness of their position. Indem man ihnen die Dummheit ihrer eigenen Position zeigt. The difficulty is, und die Schwierigkeit ist, most people are selfish. Die meisten Menschen sind selbstsüchtig. That's why Brexit happened. Deswegen geschah der Brexit. Because people thought, weil die Menschen gedacht the haben, die EU war eine selfish Organisation, die kept on grabbing British money. Dass die EU eine reine selbstsüchtige Organisation ist und es der EU nur um britisches Geld ging. It was all a lie. Es war alles eine Lüge. And the British were fooled into those lies. Und die Engländer sind haben dieser Lüge geglaubt. In the last 4 years, in den letzten 4 Jahren, the UK has lost more money, hat das Vereinigte Königreich mehr Geld verloren, than they ever paid in the last 30 years to the EU. Was sie die letzten 30 Jahre in die EU einbezahlt haben. And they ignore it. Und sie lassen das einfach they links liegen. They gave silly arguments like, sie haben verrückte Ideen aufgebracht. All the money we give to the EU, alles Geld, was wir der EU geben, every year, jedes Jahr, will pay for the National Health Service. Zahlen wir in den nationalen Gesundheitsdienst. Looks like a simple equation. Das ist wie eine einfache Gleichung. Und unser nationales Gesundheitssystem sieht schlimmer aus als jemals zuvor. So all these arguments were about manipulation. Also alle diese Argumente wurden manipuliert. And it comes down to the people to present proper arguments. Und letztendlich muss das Volk die guten Argumente bringen. How do they get the arguments? Woher bekommen sie die Argumente? By people being interested in their own welfare. Wenn die Leute interessiert sind an ihrem eigenen Wohlergehen. Most people aren't bothered about what's going on around them. Die meisten Menschen interessiert es nicht, was um sie herum passiert. Until it gets too late. Bis es dann zu spät ist. And just like America. Genauso wie in Amerika. Too many people took Donald Trump to be some kind of bumbling crazy person. Zu viele Menschen haben in Donald Trump einen verrückten Menschen gesehen. Until it was too late. Bis es zu spät war. And then by then you just can't get him out. Und dann wirst du ihn nicht mehr los. Without a lot of pain. Ohne viel Schmerzen. Sorry?
Für mich ist das ein Teil des großen Kampfes. Man kann es auf einen Punkt bringen, die Gruppe, die das beste Marketingkonzept hat, die gewinnt. Und Schwester White beschwert sich auch bei den Adventisten, dass sie in der Evangelisation keine gute Arbeit tun. Man sieht es auch bei den Demokraten in Amerika. Sie vermarkten ihre Sichtweise nicht gut genug. Und diese populistischen Ideen und Gruppen sind wesentlich besser im Evangelisieren. Deswegen besetzen diese Gruppen auch die Regierungen, weil die restlichen Leute ihre Arbeit nicht richtig tun. If you go back to ancient Israel in closing, zum Abschluss, wenn wir uns das alte Israel betrachten, they have a problem that all humans have. So sehen wir ein Problem bei ihnen, das alle Menschen haben. They want someone else to do their, clean their mess for them. Sie wollten, dass jemand anders ihren Zustand in Ordnung bringt. Anstatt dass sie sich selbst verteidigen, wollten sie einen König haben, der die Arbeit für sie tut. People love dictators. Menschen lieben Diktatoren. They're attracted to them. Sie werden regelrecht angezogen von ihnen. Because most people are too lazy to stand up. Die meisten fight or defend their rights. Menschen sind zu faul, aufzustehen und ihre Rechte zu verteidigen. They want someone else to do it. Sie wollen, dass jemand anders das tut. And that's why people like Hitler become so attractive. Und deswegen wurde der Mensch Hitler so attraktiv für das Volk. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, unser himmlischer Vater, we ask and pray that, wir bitten dich und beten, as we're living in the time period, weil wir in der Zeit leben, where right-wing nationalism is rising, wo rechter Nationalismus hochkommt, that we would have the foresight, dass wir die Voraussicht haben and that we would have the courage, und auch den Mut haben, to speak up against it, gegen sie aufzustehen, to warn people, Menschen zu warnen, before it's too late, bevor es zu spät ist. But far too often, aber viel zu oft, we seem too comfortable in our own private lives. Gefällt es uns sehr in unserem persönlichen Leben, we just assume someone else will sort the problem. Und wir möchten, dass jemand anders das Problem löst. May each of us recognize, möge jeder von uns erkennen, our own personal responsibility, unsere persönliche Verantwortung, in speaking up on these issues, diese Themen anzusprechen, and supporting those who do speak, und jene zu unterstützen, die nicht sprechen. In Jesus' die sprechen in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.